Ja, heute ist nicht so mein Tag, das stimmt. Öffne! Bitch! Und heute kann ich auch schlechter lesen als sonst. Und das will was haben. Oh. Dann wollen wir mal. Wer schießt da? Da drüben. Jetzt reißt aber. Meine Mama in Ruhe. Lass. Mom, alles gut? Halt nicht so, so lange die Luft an, ne? Alter, sind jetzt alle tot von uns? Ne, einer lebt noch. Ah, okay. Ein Tod wird schnell sein. Ja, die Athena sind halt auch krass, ne? Es bestand immer eine Rivalität zwischen den Inseln. Schließlich herrschte Naxos einst über Paros und Andros. Und sie beneiden uns um unsere Handwerker. Und jetzt? Sie glauben, sie hätten ein Recht auf Expansion. Ihr Oligarch will ihre Flügel ausbreiten. Aber wir stutzen sie ihnen, bevor es dazu kommt. Die wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Du erinnerst mich an Nikolaos. Du kämpfst genau wie er. Gnadenlos und gerissen. Er wäre stolz. Hey, Rania. Alles gut bei dir? Du hast mich auch gut ausgebildet. Er ist nicht mein Vater. Ich habe seitdem viel gelernt. Stimmt auch alles irgendwie. Naja, er ist nicht mein Vater, ja. Aber trotzdem hat er mir sehr viel beigebracht. Ich habe seitdem viel gelernt. Das Leben lehrte mich anderes. Wenn jemand deinen Kopf will, musst du lernen, deinen Hals zu retten. Ich weiß genau, was du meinst. Was will der Kult? Wie bist du hier gelandet? Ja, wir können ja jetzt wirklich über meinen Dad reden, weil der war ja gerade das Thema. Sorry für die Verspätung. Noch in meinen Auftrag für die Kaskade zu Ende bringen. Jetzt bin ich erstmal durch mit den Nerven, ja. Oh Mann. Ja, irgendwann muss ich das auch noch machen. Aber ja, hab gerade irgendwie auch keinen Nerv dazu. Bei euch alles gut? Ja, soweit schon.
Also bis auf die Krankheit nervt. Aber alles gut. Genau, die Sarah hat die Prüfung hinter sich endlich. Und genau. Genau, dann fragen wir mal, was mit meinem Dad ist, oder? Erzähl mir von meinem wahren Vater. Wieso weißt du von ihm? Er sagte es mir. Nikolaus, du warst bei ihm? In Megaris, ja. Nikolaus war dein Vater. Er hat dich aufgezogen. Bis ihm sein Dienst für Sparta wichtiger war. Es gab einen anderen. Was kannst du mir über ihn sagen? Ich hatte gehofft, du müsstest die Wahrheit nie erfahren. Doch es gibt Dinge, die du wissen musst, wenn wir den Kult stoppen wollen. Was meinst du? Er erwählte mich lange vor deinem Nikolaus. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Das hättest du mir sagen sollen. Du hast das Richtige getan. Das hättest du mir sagen sollen. Zu dem Zeitpunkt nicht, finde ich. Also, wenn es sowas, da muss man schon reif dazu sein. Und wir waren noch ein Kind, also. Es zu wissen, hätte alles nur komplizierter gemacht. Trotzdem war es unrecht, es zu verschweigen. Du tatest, was du für richtig hieltst. Wie jede Mutter. Ich verstehe nicht, was der Kult von unserer Familie will. Es gibt viele Gründe, Kind. Was haben wir ihnen je getan? Jetzt lautet die Frage wohl eher, was wir ihnen antun werden. Sie fürchten uns. Deine Vorfahren sind ihnen seit Generationen ein Dorn im Auge. Sie haben beschlossen, dass wir sterben müssen, damit sie ihre Pläne umsetzen können. Dafür wird der Kult mit Blut bezahlen. Unsere Familie wird wieder vereint. Ja, beides. Wenn sie unsere Familie fürchten, dann werden wir ihnen zeigen, wie recht sie damit haben. Viele wollten sie aufhalten und scheiterten. Wir sind nicht wie die. Wo andere gescheitert sind, werden wir siegen. Ich weiß, du hast Sparta verlassen. Aber wie kamst du auf diese Insel? Ich konnte bei Nikolaus nicht bleiben nach all dem. Ich musste raus aus Sparta. Wieso hierher? Ich sah die Möglichkeit, Menschen zu helfen, etwas zu erschaffen. Ich wurde zur Herrscherin ernannt und beschütze diese Insel vor jenen, die ihr schaden wollen. Naxos kann sich glücklich schätzen. Sparta braucht dich ebenfalls. Sparta kann... Du hast wirklich Unglaubliches erreicht. Naxos kann sich glücklich schätzen, dich als Herrscherin zu haben. Der Weg war nicht ohne Hindernisse, doch ich bin stolz auf das Erreichte. Schade, dass es nicht mehr Anführer wie dich gibt. Oh. Führen wir das Gespräch woanders fort, ohne den Geruch des Todes in der Luft. Reite mit mir. Aber lieb gerne. Na los. Na los. Diese Insel ist wunderschön. Oh ja. Sparta ist nichts im Vergleich zu Naxos Stränden. Sparta. Ich erinnere mich nur an den Fuß des Taygetos-Gebirges. Als ich dich nach deiner Geburt zur Pythia brachte, sagte sie nichts von solch einem Unheil. Sie sagte, du hättest Großes vor dir. Die Pythia kann nicht alles vorhersehen. Vor allem, da wir jetzt wissen, wie das funktioniert da, ne? Deine Kommandantin hat mit dem Alarm schnell gehandelt. Timo weiß, wie gefährlich Pharos ist. Sie machen keinen Hehl daraus. Wer Soldaten schickt, sendet eine klare Botschaft. Es gibt kein Abkommen? Früher vielleicht, doch es ist lange her. Jetzt besteht kein Zweifel mehr daran, dass Pharos der Feind ist. Ein Feind, den ich mit dir besiegen könnte. Darüber sprechen wir später. Aber ich denke, du hast recht. Easy. Bisschen verwirrt, oder?
Oh, wie cool. Entschuldigung. Der Tempel nimmt Gestalt an, Evandros. Er wird allerdings eine Ruine bleiben, wenn wir nicht bald weitere Spenden erhalten. Doch das Geld fließt ins Militär. Es muss sein, wenn wir nicht wollen, dass der Feind den Tempel zerstört. Aber ich sehe, was ich tun kann. Es ist eine gute Tat, den Bau zu vollenden. Lykdamis war ein großer Mann, dem Ehre gebührt. An seinen Kampf gegen Korruption und Oligarchie sollte man sich stets erinnern. Wir müssen den Tempel fertigstellen. Hab Dank. Wie war der Flug? Was für ein seltsamer Tag das war. Aber ein guter. Ich hatte sicher schlimmere. Ich auch. Du bist eine bemerkenswerte Frau geworden. Doch ich erkenne die Bürde auf deinen Schultern. Dich zu finden hat sie mir leichter gemacht, glaube ich. Ich bin froh. Doch wieso führen uns die Götter jetzt zusammen? Um unsere Familie wiederherzustellen, damit wir den Kult vernichten. Ja, machen wir das. Erste und zweite. Um unsere Familie wiederherzustellen. Ja, ist ein bisschen freundlicher, ne? Vielleicht dachten sie, es wäre an der Zeit, dass unsere Familie wieder vereint wird. Wenn wir eine Familie sein wollen, müssen wir Alexios finden und ihn vor dem Kult retten. Sie sind der Ursprung all unserer Qualen. Und sie werden noch viel mehr Schmerz verursachen, wenn wir untätig bleiben. Ich ließ dieses Leben hinter mir, als ich Sparta verließ. Meine Sorge gilt jetzt allein Naxos. Lass mich dir helfen. Wir verteidigen Naxos und jagen dann den Kult gemeinsam. Myrine, das Symposium beginnt in Kürze. Bei den Göttern. Es tut mir leid, Liebes. Ich vergaß. Sattle die Pferde. Ich bin bald zurück. Das Symposium? Ich muss den Menschen zeigen, wie stark ihre Anführerin ist. Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Ich helfe dir gegen den Kult, doch bevor ich Naxos verlassen kann, muss ich wissen, dass es ohne mich überlebt. Wie kann ich helfen? Paros muss erledigt werden. Wir müssen ihre Position schwächen. Sind sie verwundbar, treffen sie leichtsinnige Entscheidungen und wir schlagen zu. Und wie lautet dein Plan? Wir müssen Paros Flotte zum Gefecht zwingen und sie zerstören. Doch mein Flottenführer Aeneas wird vermisst. Er ist zu Friedensgesprächen nach Paros gesegelt und sein Schiff kam nie zurück. Keine Sorge, ich finde ihn. Falls nötig, findest du mich beim Symposion. Aber sei weniger bedrohlich, wenn du mich dort besuchst. Ach, cool. Ach, cool, cool, cool. So. Sollen wir jetzt das machen? Nee, wir haben ja gesagt, dass wir die Hauptquest erstmal dann, nachdem wir unsere Mutter finden, ein bisschen ruhen lassen. Und ein bisschen Nebenquest machen. Blut oder Veränderung? Phönix muss wählen. Das Werk dieses Künstlers ist überall. Seine Überzeugung ist klar wie Wasser. Sie müssen zum Schweigen gebracht werden. Das sind doch nur Worte. Antworte mit einer Waffe. Dann gibt es keinen Widerspruch. Du solltest lieber nachdenken, bevor du handelst. Es geht um Politik. So verlockend es auch sein mag, dem Instinkt zu folgen. Dieser Rebell will offensichtlich Aufmerksamkeit. Jemand sollte ihm welche schenken. Ich habe dasselbe gedacht. Und ich glaube, dieser jemand könntest du sein. Sag mir, wo er ist, und ich setze dem ein Ende. Siehst du diese Pigmente? Das ist eine seltene Farbe, und ich kenne nur einen Künstler, der sie benutzt. Soweit ich weiß, lebt er in einer Höhle am Wasserfall des Rutsuna. Ist der Rest dieser Kunst auch so subtil? Immer dasselbe. Drohungen. Der Staub auf Naxos muss sich legen, sonst wird Phönix ermordet und als Archon ersetzt.
Ich weiß, dass Künstler empfindlich sind, aber den muss etwas sehr aufgeregt haben. Die Stadt glaubt, dass ein Krieg bevorsteht und sie hat nicht Unrecht. Aber sie glaubt, dass Phönix es ist, die uns ins Verderben treibt. Ich halte ihn auf. Wir dürfen auf Drohungen nicht mit Gewalt antworten. Wir würden nur Öl ins Feuer gießen. Wenn du es so willst. Es ist das, was sie will. Phönix will für das Volk kämpfen, nicht gegen es. Sie sollen nur keine Kunstwerke mehr herstellen. Ah, wenn du das als Kunst bezeichnest. Ah, wie cool. Ja, wirklich sehr praktisch, dass nur die... Also, dass er der Einzige ist mit den Pigmenten. Das stammt von den Werkzeugen des Künstlers. Was denn? Ich zeige es dem Kunsthändler. Okay, dann... Also wie Sonnenaufgang. So, richtig. Besuchungsgebiet. Ich habe ein paar Fragen an dich. Na los, im Moment habe ich Zeit. Ich fand diese Steinsplitter bei den Schmierereien. Erkennst du sie vielleicht? Das, meine Freundin, ist Schmirgel. Er wird von Künstlern auf vielerlei Arten genutzt. In dem Zustand bringt er aber keine Töpferwaren zum Glänzen. Schmirgel? Das Gestein? Gibt es das auf Naxos? Es wird am Wasserfall des Rotsuna abgebaut. Ja. Danke. Auf Wiedersehen. Vielleicht kaufst du nächstes Mal etwas. Ja, wenn du mir was anbietest. Welche Informationen geben Sie Platz? Ah. Eine seltsame Farbe. Ich sollte den Kunsthändler fragen, wo der Künstler sie herhaben könnte. So seltsame Farbe? Okay. Nein. Und los geht's. Entschuldigung, nein, das ist nicht dein Pferd. Das andere, das ist nicht dein Pferd. Ich dachte gerade, ich könnte da was untersuchen. Ganz doll untersuchen. Das ist was anderes. Ah. Warte. Der hat jetzt nicht wirklich das geile Relief versaut. Da klebt ein Haar in der Farbe. Vielleicht vom Pinsel des Künstlers. Ich sollte Angelos fragen. Nur weil ganz so gut ist, das wäre ja nicht geworden. Na, egal. Ich habe ein paar Fragen an dich. Na los, im Moment habe ich Zeit. Ja. Dieses Pigment wird in den Schmierereien benutzt. Hast du es irgendjemandem verkauft? Jetzt wo du es erwähnst. Ein Mann hat sich nach dieser Farbe erkundigt. Nur er? Ja, soweit ich mich erinnere. Ich hatte keine, als er fragte. Er schien ungeduldig und fragte, wer diese Farbe noch verkauft. Ich fand dieses Haar in der Farbe der Schmiererei. Sagt es dir irgendwas? Viele unserer Künstler hier auf Naxos benutzen die Haare wilder Tiere für ihre Pinsel. Von welchem Tier stammt dieses Haar? Es ist zu lang für einen Hirsch. Es heißt, dass einige Wagemutige die Haare der Bären auf dieser Insel nutzen. Verrückt, wenn du mich fragst. Doch Künstler sind ein seltsamer Menschenschlag. Danke. Auf Wiedersehen. Vielleicht kaufst du nächstes Mal Ja. So. Ja, aber wir wissen ja schon, wo er ist. Gut. Sind wir denn gerade? Ah, hier sind wir. Spartanische Herrschaft. Das heißt dann Athena, okay. Sparta.
Arthur. Krass. Arthur. Athena nicht. Okay, gut. Gut, dann würde ich mal sagen, dass es das auch für heute war. Wie gesagt, heute wieder nur kurz. Aber ja. Oh, da bekomme ich einen Bogen dafür. Nice. Das ist ja schön. Okay, gut. Dann machen wir hier mal.